Wenn wir uns mal vielleicht zuerst zu der Frage stellen, wir denken uns jetzt an eine Schule der Zukunft, wie sie aussehen könnte, wenn alles so wäre, wie Schülerinnen und Schüler sich das selbst ausmalen. Und ich frage mal zuerst euch zwei und wir stellen mal die Frage, was ihr eigentlich lernen wollt. Also wirklich vom Inhalt kommend, wenn ihr mal an Lehrpläne denkt, an eben auch dann Begrifflichkeiten, wie sie gerade noch in dieser Wolke waren. Also das Thema Nachhaltigkeit, das sehr oft genannt wurde, das offensichtlich nach Meinung von vielen anderen da draußen in die Lehrpläne gehört, frage ich mal zuerst euch, was sind denn die Themen oder die großen Fragen, die ihr gerne im Unterricht behandelt wissen wollt, die es gerade vielleicht so in der Form noch nicht gibt? Karl, magst du anfangen? Johann, wie okay. ihr mögt. Karl, bitte. Okay, klar. Also jetzt vom Stoff her oder jetzt vom Fragen? Kommen wir wirklich mal so vom Inhalt. Also was würde dich interessieren, was in der Schule nicht beigebracht wird, aber deiner Meinung nach total da reingehört? Ich finde so Psychologie und auch so selber mit Verlusten oder generell mit Situationen im Leben umgehen, finde ich sehr, sehr wichtig und so. Und auch Sachen, wo man selber weiß, die werde ich später gebrauchen, weil das motiviert extrem. Wenn du jetzt gerade, ich frage einfach direkt mal nach, weil du von Verlusten gesprochen hast und vorher von Psychologie, kannst du ein bisschen genauer beschreiben, was du dir da vorstellst? Ich meine, dass man, wenn man zum Beispiel nicht Verlusten, sondern Fehlern, dass man sich zum Beispiel umgeht mit Fehlern und was man dann macht und mit Psychologie zum Beispiel, dass man sich, wenn man irgendwie, sagen wir jetzt mal, Verlust hat oder wenn man irgendwas verpasst hat oder so, dass man sich selber wieder aufbaut und so, weil ich denke, dann kommt man nicht so oft in schlechte Situationen und Krisen so. Super, finde ich einen super Hinweis. Ich sammle einfach erstmal weiter, wir können ja gleich noch konkret drüber sprechen. Johann, was sind für dich so Themen und Fragen, die im Unterricht vorkommen sollten? Also ganz grundlegend, ich glaube, wir kennen alle den Gymnasiastenspruch, wir lernen nicht für die Schule, sondern wir lernen fürs Leben. Und ich glaube, so wie das Schulsystem jetzt ist, ist es eben nur geringfügig wahr. Und ich würde mir eben wünschen für die Schule in Zukunft, dass dieser Spruch mehr an die Wahrheit rankommt, als es jetzt ist. Das bedeutet, dass wir halt nicht nur rein Stoff haben, dass wir in Biologie lernen, wie Photosynthese funktioniert, sondern dass wir eben wirklich fürs Leben lernen, was wichtig ist fürs Leben. Und in der Hinsicht auch ein bisschen auf den Selbstverwirklichungsaspekt eingehen. Also dass man lernt, dass man beispielsweise lernt, sich besser selbst zu organisieren. Weil ich glaube, also Jamila hat es ja auch angesprochen in ihrer Rede, dass es eben ein Problem ist in der Schule momentan, dass wir vorwiegend Aufgaben kriegen und diese eben abarbeiten und dabei keinerlei Selbstorganisation notwendig ist. Und ich glaube, wenn wir eben einen stärkeren Selbstorganisationsaspekt in der Schule hätten, dass das einiges bringen würde und uns eben weitaus besser aufs Leben vorbereiten würde. Also wenn ich mal versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, ihr beide wünscht euch irgendwie, dass die Schule näher am tatsächlichen Leben während der Schulzeit, aber auch in den Jahren danach dran ist. Und Jamila, weil Johann das gerade gesagt hat, man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Du hast, glaube ich, gerade fast damit geendet, dass du gesagt hast, ganz viel hast du vergessen, du müsstest jetzt kramen, wenn es um wirklich Inhalte geht, in Dingen, in Fächern vielleicht, die jetzt nicht in deinem täglichen Leben stattfinden. Trotzdem auch an dich die Frage, was sind denn Themen, und du bist ja schon fertig mit der Schule und hast auch erzählt, wie dein Schulleben aussah. Was sind denn Themen, die dich wirklich weitergebracht haben, von denen du froh bist, dass sie in deinem speziellen Schulleben stattgefunden haben? Was sind solche, die du auch noch vermisst hast und die du jetzt gerne nachträglich noch im Lehrplan verankern würdest? Also was ich generell spannend finde, auch gerade bei der Wortwolke zu sehen, da stand nirgendwo Zukunftskompetenz, Mathematik, Algebra, was weiß ich, Gedichtanalyse, so, ne? Das sind so Dinge, wo ich oft das Gefühl hatte, boah, warum lerne ich das? Irgendwann habe ich für mich erkannt, das ist Mittel zum Zweck. Um gewisse Kompetenzen, die eigentlich darunter liegen, zu erlernen. Nur dürfen wir uns sehr bewusst sein, welche Kompetenzen das sind. Weil heimlicher Lehrplan in Schule aktuell ist noch ganz oft so Pflichterfüller. Wir geben euch das und ihr macht das. Und wer es nicht macht, kriegt eine schlechte Note, sprich eine schlechte Bewertung darin, weil du nicht dem systemkonform handelst. Es ist ein bisschen drastisch dargestellt. Ich weiß, dass nicht alle Schulen das so handhaben. Nur das ist ja die heimliche Botschaft. Das Gleiche gilt für Einzelklausuren. Ja? Einzelklausuren heißt, Teamarbeit ist nicht angesagt. Es wird einzelbewertet. Und das entspricht überhaupt nicht meinem Arbeitsalltag. Wenn ich nicht kein Team hätte, was mich unterstützt, wenn ich mein Team nicht unterstützen könnte, ich kann die Welt nicht alleine retten. Das ist auch nicht mein Anspruch. Aber wir können nur zusammen an einem Strang ziehen.
Und solche Dinge habe ich glücklicherweise schon in meiner Schule auch mitbekommen. Zusammen in einem Team arbeiten, Herausforderungen, 3 Wochen unterwegs sein. Du bist nur klargekommen, wenn du im Team funktioniert hast. Wenn es im Team Schwierigkeiten, Dissonanzen gab, Unstimmigkeiten, sind wir nicht vorangekommen. Zum Beispiel bei einer Wanderung in England standen wir irgendwo nachts auf einer Klippe und haben uns gestritten, wer denn jetzt Schuld habe, dass wir 10 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen sind. Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, Moment mal, es geht überhaupt nicht darum, wer Schuld hat. Wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen. Worum es jetzt geht, ist, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und diese Kompetenzen habe ich halt gelernt, Teamarbeit, also all das, was in dieser Wolke stand, finde ich super wichtig. Vieles davon habe ich gelernt, eigene Verantwortung zu übernehmen. Was mir vielleicht gefehlt hat noch und was ich mir dann später geholt habe, zum Beispiel durch eine Coaching-Ausbildung, war diese innere Arbeit, was du gerade gesagt hast, Karl, du hast gerade einen spannenden Stichpunkt gesagt, dieses sich selbst wieder aufbauen. Ne, dass man lernt, so, boah, wenn ich mich so und so fühle, wenn ich mich gerade niedergeschlagen, wenn ich keine Energie habe, was kann ich denn tun, um wieder in eine hohe Energie zu kommen? Was kann ich denn tun, um mich aus einer Krise rauszuholen zum Beispiel? Oder auch, wie kann ich anderen dabei helfen, wenn ich sehe, der fühlt sich gerade nicht. Wie kann ich für ihn einen Raum geben, wie kann ich ihn unterstützen, ohne ihn zu bedrängen, weil jeder braucht da auch was anderes. Und da sind diese psychologischen Kompetenzen, glaube ich, sehr wichtig. Also ich finde, ihr habt da schon total wichtige Punkte auch angesprochen, die mir auch wichtig wären in der Schule. Und das fürs Leben lernen, absolut. Also das ist das, wofür wir lernen. Und was ich so spannend fand, als ich Abi gemacht habe, war dann so, du hast Abi gemacht, wunderbar, dann geht ja jetzt dein Leben los. Ich war so, ich bin 20 Jahre alt. Ich habe 20 Jahre gelebt, wieso geht jetzt mein Leben los? Sollte mein Leben nicht in der Schule auch schon stattgefunden haben? Aber wir sind uns gar nicht bewusst darüber, was wir sagen. Ja, das finde ich ein schönes Bild. Das stimmt, das hört, glaube ich, jeder irgendwie mal. Dann fängt das Leben an. Ihr habt jetzt alle 3 ja eigentlich schon davon gesprochen, dass man in der Schule Dinge vielleicht versteckt, sage ich mal, hinter Inhalten, die in dem Unterricht, im Lehrplan drinstehen, dass man bestimmte Kompetenzen vermittelt bekommen soll. Und ein paar habt ihr auch schon genannt. Du hast gerade ganz klar zum Beispiel auch von eurem, war das eine Schulreise dann, die ihr in England gemacht habt, ne? Ja, die Herausforderung ist ein Schulprojekt gewesen. Jedes Jahr, 8., 9., 10. Klasse, haben wir 3 Wochen Zeit bekommen, uns eine Herausforderung zu stellen. Mhm. Und es war uns überlassen, wie das aussieht. Es war uns überlassen, mit wem wir das machen. Und es waren oft so Dinge wie eine Wanderung, eine Kanutour, eine Radtrip oder so. Also kann aber auch eine Herausforderung sein, 3 Wochen auf dem Bauernhof für ein Stadtkind. Mhm. Genau, aber auch bei euch ist das dann selbst gewählt, aber auch hinter diesen Dingen steckt ja eine Kompetenz zu erlernen, also bestimmte Eigenschaften zu lernen. Und vielleicht sammeln wir erstmal überhaupt miteinander so Kompetenzen, von denen ihr glaubt, dass sie jetzt gerade schon, wie gesagt, vielleicht versteckt hinter Unterrichtsfächern, wo man es auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt, aber schon vermittelt werden. Und welche Kompetenzen, und du hast ja gerade zum Beispiel wirklich das Thema Psychologie, Umgang mit Problemen, mit Rückschlägen angesprochen. Genau sowas versuchen wir doch mal zu sammeln, was für Kompetenzen ihr in der Schule gerne erlernen möchtet. Ein paar haben wir jetzt schon gehört. Was fällt euch denn sonst noch so ein? Johann, gern. Was mir noch einfallen würde, wäre, dass man mehr Medienarbeit und Programmieren in Schulen stärken würde. Weil ich glaube, uns allen ja klar ist, dass eben die digitale Welt voranschreitet. Und wir nicht nur lernen für die Welt, wie sie jetzt ist, sondern wir lernen in der Schule, sollten wir lernen für die Welt, wie sie in 10 Jahren wird oder wie sie in Zukunft sein wird. Und ich glaube, dass da eben digitales Arbeiten eine super wichtige Kernkompetenz ist. Besonders Programmieren, da es ja eben in nahezu allen naturwissenschaftlichen Bereichen eigentlich fast schon essentiell ist, eben zum Beispiel Daten auswerten zu können durch Programmieren oder sowas. Okay, da ist die digitale Welt mit drin. Karl, fällt dir noch irgendwas ein? Ich überlege gerade, aber gerade nicht wirklich. Jamila, dir? Was mir gerade so gekommen ist, auch einer von euch hat das vorhin gesagt, viele wissen gar nicht, was ihnen eigentlich Spaß macht, was sie eigentlich vom Leben wollen, was sie auch eigentlich beruflich machen wollen. Weil viele von uns werden, also wir jungen Menschen werden sehr oft den Beruf wechseln. Und es ist sehr selten noch heutzutage, dass du in den Beruf eintrittst und den dann 50 Jahre ausübst. Von daher glaube ich, die Kompetenz herauszufinden, was du tun möchtest und auch diese Kompetenz vielleicht, die Möglichkeiten zu sehen, also so eine Visionärskraft zu haben, zu wissen, in die Richtung kannst du für mich gehen und das ist möglich. Das wäre spannend, auch in der Schule schon mitzubekommen, das, was du alles an Möglichkeiten hast und nicht, dass die Möglichkeiten nicht nur die Berufe sind, die aktuell existieren, die wir alle kennen, ich weiß nicht, Lehrer, Anwalt, keine Ahnung, Taxifahrer, so darunter können wir uns was vorstellen, aber die Berufe, die es noch nicht gibt, auch dafür einen Blick zu haben, ich gehe meinen ganz eigenen Weg
und ich darf meinen eigenen Weg gehen und der wird nicht so sein wie der meines Nachbars. Aber das ist auch total in Ordnung so, das ist total gut so. Und da eine Kompetenz rauszuentwickeln, uns selbst zu stärken in unserem eigenen Weg, und das sehe ich als sehr, sehr wichtig und noch nicht so verbreitet. Weil viele nach der Schule schwimmen und gar nicht so richtig wissen, was machen jetzt, Verlegenheitsstudium oder irgendwie Ausbildung oder so. Finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil natürlich irgendwie gerade so dieses, man lernt fürs Leben und das Leben fängt danach dann an. Und aber überhaupt einen Blick dafür zu haben, was gibt es denn für Möglichkeiten, ist ja ein ganz entscheidender Punkt, den ja eigentlich die Schule heute zumindest irgendwie schon erfüllen sollte. Aber wenn ich euch so zuhöre, dann ist das gar nicht so sehr der Fall. Vielleicht mal kurz zwischengeschoben, Karl und Johann, habt ihr denn schon irgendwelche Arten von Zukunftsplänen oder sowas? Habt ihr das Gefühl, dass ihr irgendwie in der Schule mitbekommt, was es für Möglichkeiten für euch gibt? Also ich denke, in der Schule bekommt man das nicht wirklich mit, welche Möglichkeiten es gibt. Also eigentlich erfährt man das nur, wenn man jetzt irgendwie nachsucht oder guckt, was einen so interessiert. Aber in der Schule kriegt man das nicht wirklich vermittelt, was es so gibt. Da hast du vielleicht einmal im Jahr so eine, sagen wir mal, ja, Berufs... Weil, also da kommt jemand und dann gucken die mit am Test, wo halt deine Interessengebiete sind. Aber ich finde, so das kann man nicht wirklich so gut machen, weil man jeder so sehr speziell ist. Mhm. So, das kann man nicht mit einem Test machen und sagen, so und so. Ja, Johann, wie ist bei dir? Ja, also bei uns in der Schule war das so, wir sind zweimal zum Arbeitsamt gegangen in der Schule, um herauszufinden, was uns liegt und was wir denn nach dem Abitur machen könnten. Und da haben wir eben solche Online-Tests gemacht, die angeleitet wurden von einer leicht lustlosen Mitarbeiterin da beim Arbeitsamt. Und da sind immer sehr skurrile Ergebnisse rausgekommen. Bei mir ist zum Beispiel rausgekommen, einmal Autoverkäufer und das zweite Mal Bürgermeister. Ist das ernst? Doch, also was jetzt nicht so wirklich für meine Interessen spricht. Und ich glaube, so wie es jetzt eben gehandhabt wird, ist das falsch. Also ich stimme da Karl zu. Ich glaube, das ist ein total individueller Prozess. Und ich glaube, daher ist es eben auch schwer, das wirklich in der Schule zu lernen. Also man kann ja, es ist halt schwer, ein Unterrichtsfach einfach zu haben, wo einem über sowas berichtet wird. Deswegen muss ich jetzt ehrlich sein und weiß auch konkret nicht, wie man es genau jetzt umsetzen würde, dass man in der Schule einen darauf vorbereitet, fähig, was man halt machen könnte. Aber dennoch glaube ich, dass es definitiv wichtig ist. Jamila oder Karl, du wolltest noch was dazu sagen? Ich wollte sagen, man könnte es vielleicht mit einem anderen System, also ein offenes System, also wie bei Ihrer Schule, dass man halt sagen kann, was man jetzt machen möchte, halt mehr mit Kursen, weil man ja immer eine gesamte Klasse unterrichtet und weil ja, man kann nicht 24 verschiedene Schüler mit jetzt einem Thema bespielen, das ist nicht individuell. Also ich fände es besser, wenn man so nach seinen Interessen geht und dann hat man vielleicht Leute, die so ähnliche Interessen haben und das kann man dann individueller machen. Jetzt sprechen wir schon so ein bisschen davon, wie ein Schulsystem, ein Lehrsystem umgebaut werden müsste. Ich will noch mal ganz kurz bei dem Thema Zukunftsvision bleiben, weil Jamila, du bist ja nun mal, hast du gerade gesagt, jetzt seit 2 Jahren raus aus der Schule. Hattest sowieso eine Art des anderen, sehr viel selbstbestimmteren Lernens. Hast du das Gefühl, dass du in deiner Schulzeit auf der Art und Weise, auf die du lernen konntest, mitbekommen hast, dass es die Möglichkeit für dich das gibt zu tun, was du jetzt tust? Das ist eine schwierige Frage, weil wir hatten auch diesen Gang zum Arbeitsamt tatsächlich damals oder Ausbildungszentrum oder was es war, wo man dann so einen schönen Test macht. Ich weiß nicht, bei mir kam irgendwie raus Tierpfleger oder so, weil ich halt Tiere liebe, klar. Ganz so den Ausblick hatte ich nicht, aber was meine Schule auf jeden Fall, finde ich, gut gemacht hat, ist uns immer auch aufzuzeigen, dass es nicht die eine Lösung oder den Job gibt, sondern dass ganz klar war, ihr gestaltet die Welt und ihr habt es in der Hand, wie und wo und auf welche Art und Weise ihr arbeiten werdet. Das heißt, ich weiß auch von vielen ESBZ-Abgängern, so hieß die Schule auf kurz, ESBZ, sind oft dann auch in andere Länder gegangen zum Studieren, weil zum Beispiel die Unis da anders aufgebaut sind, weil sie natürlich diese Selbstbestimmtheit beibehalten wollten. Und viele sind auch so in den Start-up-Bereichen unterwegs, weil sie sagen, wir wollen auch natürlich aus dieser Schulerfahrung ein anderes Arbeiten.
bei mir dasselbe. Ich habe mich gleich selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe eine klare Vision, dass ich Schule mitgestalten möchte oder Bildung transformieren will, weil ich das halt schon mache, seit ich 12 bin. Das heißt, ich mache daraus irgendwie meinen Beruf und daraus hat sich ganz viel ergeben. Irgendwann habe ich dann angefangen zu moderieren und gemerkt, das macht mir auch Freude. Also ein bisschen durch diese Visionskraft, die die Schule hatte, diese offen zu lassen, was es an Möglichkeiten gibt oder uns dahin zu führen, offen zu sein und zu denken. Und auf der anderen Seite für mich die Sicherheit, ich gehe meinen Weg. Und das ist schon etwas, was ich von der Schule mitbekommen habe. Was ich mir noch intensiver gewünscht hätte, wäre halt dieses, oder was ich finde, was dabei sehr hilft, ist, mit sich selbst sich auseinanderzusetzen. Und wenn es dafür noch mehr Formate gibt in Schule, zu sagen, boah, da bist du, was macht dir Freude, womit strahlst du, keine Ahnung, da gibt es so coole Coaching-Tools, deswegen bin ich ja auch Unternehmerin in dem Bereich, um Kinder genau dahin zu führen, weil sie es halt aktuell in der Schule noch nicht kriegen. Weil meine Vision ist natürlich, das in Schule einzubetten, diese Arbeit, und nicht immer nur extern machen zu müssen. Das ist auch genau der Grund, warum ich so sehr frage, was ihr für ein Gefühl bekommt, danach machen zu können. Weil was Schule doch eigentlich im Kern tun sollte, frage ich euch, ist zu empowern, oder? Und euch das Gefühl zu geben, ich habe die Möglichkeit, einen Weg einzuschlagen, ich habe einen Überblick gewonnen und ich bin in die Kraft gesetzt worden, mir das zu überlegen. Und bis dahin sind wir ja gerade schon miteinander gekommen. Jetzt ist vor allem an euch zwei die Frage, wie würdet ihr das gerne vermittelt bekommen an den Schulen? Also wirklich ganz konkret, gibt es Lernformate, die ihr vielleicht schon mitbekommt? Wir haben vorhin mal kurz von Einzelklausuren versus Gruppenarbeiten in einem weit gefassten Rahmen gehört oder selbstbestimmte Lernabenteuer, nenne ich es mal ganz platt, aber es ist ja nichts anderes. Also was für Formate oder von Arten würdet ihr euch denn wünschen, um in der Schule das vermittelt zu bekommen, was im Moment irgendwie nur so durch die Hintertür versucht wird, euch beizubringen? Willst du beginnen? Okay, ich fände es gut, wenn es deutlich mehr Projekte gibt, also wo man am Anfang so nicht so wirklich denkt, dass das jetzt total einfach ist, aber dass man so versucht, das so zusammen irgendwie zu schaffen und man sich danach denkt, boah, das habe ich jetzt geschafft, das dachte ich nicht, dass ich das jetzt schaffe, und damit denkt man sich halt, dann fühlt man sich danach auch besser, dass man die Dinge schaffen kann. Und so, und das, finde ich, sollte mehr vermittelt werden. Das heißt, du wünschst dir mehr eine Art von Herausforderung, die nicht so sehr Leistungsabfrage ist, sondern irgendwie, ja, beschreib mal, wie würdest du dir so eine Herausforderung wünschen, wo du dich am Ende stärker fühlst? Wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas Technisches macht, dass man jetzt irgendwas machen muss, was einen interessiert, oder irgendwas sich selber aussuchen kann, was, wo du selber denkst, so, es ist schwer, aber ich versuch's. So. Halt, bei mir jetzt zum Beispiel irgendwas auf der Blockchain programmieren. Ja, ist was Spezielles, aber wäre jedenfalls eine Herausforderung. Oder irgendwas ganz Spezielles zu lernen und damit irgendwas anzustellen oder so. Oder ja, es ist auf jeder Person speziell und das kann man bestimmt gut machen, also wenn man das in so kleinen Projekten macht. Ja, also da geht es dir darum, erstens wieder, jeder sollte noch mehr einzeln angeguckt werden, damit er individuell gefördert werden kann, und bei dir dann die Art der Vermittlung, eben die kleinen Herausforderungen zu schaffen, wo du das Gefühl hast, am Ende bist du über dich selbst ein bisschen hinausgewachsen, genau, und hast was geschafft. Und Johann, entschuldige. Johann, wie ist für dich? Ja, also ich gebe da Karl vollkommen recht. Ich glaube auch, dass eben so Herausforderungsprojekte eine super Möglichkeit sind, eben Empowering beizubringen. Also dass man eben sich am Anfang, also es klingt so ein bisschen wie bei deiner Schule, dass man sich eben eine Herausforderung stellt, wo man denkt, das könnte sehr schwierig werden, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt fähig bin dazu, das zu schaffen, und doch es am Ende eben doch schafft, eben durch zum Beispiel Hilfe von Lehrern oder Lehrerinnen. Dass man eben dadurch, dass man etwas schafft, was man am Anfang erstmal für unmöglich gehalten hat, dann doch schafft, dass einem dadurch eben beigebracht wird, dass jetzt endlich man fast alles schaffen kann im Leben, wenn man eben nur doll genug, wenn man sich doll genug dafür einsetzt und eben daran festhält, an seiner Grundidee. Ich glaube, dass sowas eben super, super dazu beitragen könnte. Jamila, bevor ich dich frage, wie das bei dir wirklich konkret ablief und du vielleicht noch mal ein bisschen was davon erzählen kannst, es gucken ja wahrscheinlich, hoffentlich gerade eine ganze Menge Lehrkräfte zu. Habt ihr zwei Ideen, wie man in der Art und Weise, wie Unterricht im Moment stattfindet oder an normalen Schulen, sage ich mal, stattfinden muss, in einem 45-Minuten-Unterrichtsrahmen etc., wie man trotzdem im Kleinen euch solche Herausforderungen stellen kann, ohne dass ihr euch irgendwie einfach nur blöd behandelt?
fühlt von, ja, von vielleicht für den einen Überforderung, den anderen Unterforderung? Also was würdet ihr euch jetzt, wenn jetzt hier sitzen ein Haufen Lehrkräfte und ihr könnt denen sagen, wir wünschen uns, dass es mehr so und so läuft. Was würdet ihr dann konkret euch wünschen? Ich kann eben einfach mal beginnen. Mhm. Ich würde mir konkret wünschen, dass man wegkommt von stupiden Aufgaben, Abarbeiten aus dem Buch. Also bei uns im Unterricht läuft das häufig so, dass wir eben gewisse Buchseiten haben, wo wir uns zu einem Thema was durchlesen müssen und diese dann in Einzelarbeit abarbeiten müssen. Ich glaube, dass so eine Unterrichtsmethode eben geringfügig zielführend ist. Ich glaube, weitaus besser und was mir persönlich auch viel mehr Spaß macht, ist eben in Gruppen sich gemeinsam über jegliche Formen der Medien informieren zu einem Thema und darüber dann eben versuchen, das sich eigenständig erklären zu können, mit Hilfe von zum Beispiel Internetartikeln oder sowas oder eben auch die Bücher, die in der Schule bereit sind, und eben diese verstehen und dann das beispielsweise durch einen Vortrag vorzutragen für die Klasse. Super, ja. Danke. Karl? Also ich finde, um das so besser zu lernen, fände ich es auch gut, wenn man sich so von gegeneinander so lernt. Also wenn man jetzt zum Beispiel was sich total gut auskennt mit und das so anderen vermitteln können und die sich bei irgendeinem Thema auskennen, das dir vermitteln können. Meistens funktioniert das nur so, wenn jetzt zum Beispiel zwei Schüler so nebeneinander sitzen und sich so ein bisschen austauschen. Aber von der Schule wird das nicht gemacht und ich finde, das ist was, wovon alle profitieren können, weil jeder so ein bisschen so seine Stärken hat und die so mit den anderen teilen kann. So. Absolut. Also es ist auch wieder ein Aufbrechen von Unterrichtsmethoden, ne? Mehr Gruppenarbeiten, die Schülerinnen und Schüler selbst zu den Wissenden, die sie ja ohnehin sind, werden lassen und anderen Dinge beibringen und das Ganze ein bisschen lockerer zu betrachten. War das bei euch so, Jamila? Gab es solche Modelle, wie die beiden sie sich gerade wünschen, bei euch? Ja, ihr sprecht mir da erstens total aus der Seele, weil ich mir das natürlich auch gewünscht habe. Und ja, im Grunde war es genau so. Also die Ansätze waren genau so. Das mit dem Peer-to-Peer, also sich gegenseitig Sachen beibringen, das war bei uns total wichtig. Deswegen haben wir zum Beispiel auch in Jahrgangsmischung gearbeitet und gelernt, sodass du immer die Möglichkeit hattest, eigentlich, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, gerade in Wahrscheinlichkeitsrechnung sitze und mir überlege, wofür brauche ich das in meinem Leben und wie kann ich das am besten lernen und dann komme ich irgendwo nicht weiter. Du hast immer jemanden, der hat das schon mal gemacht und konntest den entsprechend fragen. Und manchmal können Schüler das auch besser für andere Schüler erklären als Lehrer, weil für so einen Mathelehrer ist in der Regel alles logisch, der versteht dann vielleicht nicht, was dein Problem ist, aber so ein Schüler, der da selber durchgegangen ist, der da vielleicht auch Schwierigkeiten mit hatte, für den ist es einfacher. Und das war zum Beispiel, das war so Alltag bei uns, dass du immer dir Hilfe holen konntest. Nicht nur der Lehrer, die Lehrerin, der Experte, die Expertin war, sondern vor allem SchülerInnen, Experten fürs Lernen waren. Weil ich meine, es ist so, wie ihr gerade hier sitzt und von eurer Erfahrung erzählt. So habe ich das auch gemacht, als ich eben noch in der Schule war. So aus meiner Erfahrung heraus, aus meinem Erleben heraus. Und ihr seid entsprechend die Experten dafür, wie könnt ihr es am besten lernen. Das ist ja ganz klar. Und auch das Gleiche gilt für das projektorientierte Lernen, das hatten wir auch immer, ne? Dass wir nicht nur uns ein Thema reinziehen, sage ich mal, und dann wird ein Test darüber geschrieben und dann war's das, sondern du erarbeitest dir das Schritt für Schritt und ganz oft projektbezogen. Da habe ich zum Beispiel gelernt, dass es eigentlich oft gar keinen Sinn ergibt, die Fächer zu trennen, weil die eh alle zusammenhängen. Ja? Also, so, keine Ahnung, du kannst Biologie nicht machen, wenn du ein paar Chemiekenntnisse nicht hast. Also ganz oft, weiß ich noch, früher in der Schule saß ich da im Biounterricht und dachte, hatte dann eine Frage und dann hat sie gesagt, nee, das musst du deinen Chemielehrer fragen, das hat nichts mit Bio zu tun. Aber am Ende, das große ganze Bild war natürlich Naturwissenschaft und es hängt alles zusammen. Und so ist das generell, die Welt ist eins und es hängt alles zusammen und in der Schule stückeln wir das. Und ich glaube, die Aufgabe ist, das jetzt wieder zusammenzuführen und uns Kindern, auch diese Komplexität zuzutrauen, dass wir das erfassen können, dass wir verstehen, dass die Welt groß und komplex ist, aber dass wir auch gerade dann besonders viel Spaß haben, wenn wir diese Komplexität nutzen können für unser Leben. Ne? Ja, und damit sind wir wieder beim Thema Ganzheitlichkeit, was wir heute schon in vielen Vorträgen hatten. Schauen wir mal gegen Ende, wir haben nämlich nur noch ein paar Minuten, mal kurz noch auf den Ort Schule. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Wo lernt man? Wie lernt man? Wenn ihr jetzt nochmal an die Schule der Zukunft denkt, ist es noch die Schule als Ort? Ist es viel mehr draußen in der Natur? Ist es da, wo, ich weiß nicht, wo
die Blockchain-Programmierer Blockchains programmieren? Oder also wo findet der Unterricht statt? Und wie stellt ihr euch eine gute Lernumgebung vor? Ja, also ich glaube, wir sind ja jetzt hier alle zum Schluss gekommen, dass eigentlich projektorientierter Unterricht der Way to go ist und man dadurch eben am besten lernen kann. Und ich glaube, dass wenn man den Ort Schule eben dahin oder die Lernumgebung dahingehend verändert, eben auch zu projektorientiert lernen, macht es natürlich am meisten Sinn, wenn man zu dem jeweiligen Projekt auch den Ort wechselt. Also wenn man jetzt beispielsweise in Biologie etwas über Pflanzen lernt, macht es natürlich wenig Sinn, im Klassenraum zu sitzen, sich Bilder anzugucken der Pflanzen, wo es doch viel, viel mehr Sinn machen würde, rauszugehen und sich die Pflanzen tatsächlich anzugucken, beispielsweise im Schulgarten. Das heißt, ich glaube, dass eben dieses klassische Modell des Klassenraums sollte in Zukunft aufgeweicht werden, wodurch eben projektorientiertes Lernen unterstützt werden könnte. Also, Karl, was sagst du? Ja, ich finde, um konzentriert zu arbeiten, braucht man meistens auch so ein bisschen so, also zum Beispiel, wenn man aus dem Fenster guckt und so und gerade gelangweilt ist. Ich finde, man sollte sehr mit Dingen umgeben sein. So. Also was ich zum Beispiel mache, wenn ich jetzt konzentrieren sein möchte, dann habe ich meistens meine Fenster auf oder habe eine Pflanze irgendwo in meinem Zimmer stehen, einfach mehr so mit der Natur sein. Und anstatt da die ganze Zeit im Klassenraum zu sein, wo alles am Boden voll Müll liegt und es stinkt und kalt ist, ich meine, einfach sich besser konzentrieren zu können und auch das machen will, was man ja möchte. Aber ich finde halt, man kann sich nicht konzentrieren, wenn man an einem Ort ist, wo man sich sowieso nicht konzentrieren kann und wo es auch noch ein Thema ist, wo du dir denkst, ich brauche das absolut nicht und es dich nicht mal interessiert. So, also ich denke, das ist ein Punkt, wenn man sich konzentrieren könnte mit anderen Themen und anderen Umgebungen. Magst du mal kurz beschreiben, wie du das siehst und auch wie du es erlebt hast, Jamila? Ja. Wie ich das sehe, ist eigentlich, ich bin da total bei euch, dass Schule ein Ort ist, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne hingeht. Und ob das jetzt viele verschiedene Standpunkte sind, zum Beispiel macht es natürlich Sinn, wenn du ein Projekt über Botanik machst, irgendwie im Botanischen Garten zu gehen oder über Tiere und so oder ne, an den Orten bist oder auch Wirtschaftskurse, nicht nur im Buch, sondern dann mal ein Startup besuchst und dir das anschaust, haben wir eben auch natürlich bei uns gemacht. Aber meine große Vision von Bildung ist tatsächlich eigentlich so eine Art Bildungsdorf, weil also dass sich Schule als Ort, also vielleicht auch als Begriff, irgendwann auch so erweitert, dass wir tatsächlich uns jeder sich als Gebender, also in Form von Lehrerin, Lehrer versteht und auch als Lernende, ich lerne ja tagtäglich, ich lerne gerade von euch, wie ihr das seht, und ich lerne von Älteren, von Jüngeren, total egal. Und wir haben alle was zu geben und auch alle was zu nehmen an Wissen und an Kompetenzen und an Umgang miteinander. Und dass sich Schule nicht mehr als einzelner Ort, wo ich durch ein System gepresst werde, versteht, sondern tatsächlich als Ort der Begeisterung, Ort der Neugierde, Ort des Lernens und Handelns der Zukunft. Aber da muss ich doch nochmal nachfragen. Also ihr alle drei bleibt schon dabei, dass die Schule nach wie vor ein physischer Ort ist, an den ihr geht und miteinander seid. Weil kurz mal ein Jahr zurückgespult, hat ja Schule jetzt auch eine ganze Zeit lang von zu Hause stattfinden müssen. Okay. Das war wirklich nicht optimal, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ist das eurer Meinung nach gar kein Modell, dass man sagt, jeder lernt halt von zu Hause in Zukunft? Also ich finde nicht, weil man auch, viele Schüler, denke ich, gehen auch in die Schule, weil sie zum Beispiel andere Leute sehen möchten. Wie zum Beispiel, wenn man zum Beispiel den ersten Tag in der Schule ist oder so, dann versucht man, Kontakte zu knüpfen und so und das so zu halten. Wir sind soziale, ja, Wesen und das, wir brauchen Kontakte, sonst ja, werden wir verrückt, ja, sozusagen. Und ich finde, deswegen ist das nicht so wirklich eine Option. Ich finde, man könnte bestimmte Bereiche, wenn es muss, jetzt nicht mehr physisch machen, aber ich finde, physisch das zu erleben, ist, da lernt man meistens immer besser. Johann? Ja, also ich stimme da Karl vollkommen zu.
Also wir haben ja, also wie du bereits gesagt hast, wir haben ja alle gesehen im letzten Jahr, dass wir definitiv noch nicht bereit sind, die Schule als physischen Ort abzulegen. Und ich glaube, der physische Ort Schule ist dahingehend auch ganz positiv, dadurch, dass wir, das so wie Karl angesprochen hat, wir da unsere Freunde haben, was für mich zumindest auch ein riesen Motivationsfaktor für Schule ist, dass ich da eben meine Freunde habe, auf die ich mich freuen kann. Und andererseits, wir hatten ja auch gesagt, dass man am besten gemeinsam lernt. Und wenn wir wirklich an einem physischen Ort mit anderen Leuten sind, die eben gerade, sagen wir, das gleiche Mathe-Problem versuchen zu verstehen, können wir uns dahingehend auch besser weiter gegenseitig helfen und besser lernen, wenn wir wirklich gemeinsam an einem Ort sind. Dann jetzt zum Abschluss für jeden noch einmal von euch kurz die Frage. 9 Jahre von jetzt, also die Zeit von der 1. bis zur 9. Klasse oder wenn man in die weiterführende Schule kommt, vielleicht sogar von der 5. bis zum Abitur. 9 Jahre von jetzt, wie sieht die Schule dann aus? Einfach nur so ein paar skizzenhafte Ideen, was ihr euch wünschen würdet. Ihr müsst kein ganzheitliches Bild zeichnen, aber eine Sache, die unbedingt in neuen Jahren umgesetzt sein sollte. Jamila, fang doch du an und wir kommen von außen nach innen. Das ist natürlich realistisch oder Wunschvorstellung? Wunschvorstellung mit realistischem Anstrich. Okay, alles klar. Also ich denke, was sehr realistisch ist, ist das, was ihr gerade gesagt habt, dass Schule viel individueller wird. Also dass du selber entscheiden kannst, boah, heute bleibe ich mal zu Hause und kann besser von zu Hause aus arbeiten. Morgen treffe ich mich mit meinem Team an dem und dem Ort. Dass Schule ein lebendiger Ort ist, der eigentlich nicht nur ein Ort ist, sondern viele Orte, wo wir auch international vernetzt sind. Also eigentlich als Spiegel auch der Gesellschaft der Welt. Und die Welt findet eben nicht nur vom Bildschirm statt. Das ist mir ganz wichtig. Das habt ihr ja gesagt, betont. Der physische Austausch darf und soll stattfinden. Aber dass die Schüler viel mehr Selbstbestimmung darin haben, wie sie, wo sie, was sie lernen wollen. Mhm. Danke dir sehr. Johann? Mir ist es vorwiegend wichtig, dass eben in 9 Jahren Schule ein Ort ist, in dem man gerne hingeht, in dem man nicht, wie Jamila in ihrem Vortrag erwähnt hat, lieber Schmerzen hätte, als in die Schule gehen zu müssen. Und ich glaube, das können wir eben erreichen, indem man, so wie wir jetzt hier angesprochen haben, individuellen Unterricht hat einerseits, indem man sich selber auswählen darf, welche Kompetenzen man erlernen will, welche für das zukünftige Leben wichtig sind. Und b, die Art, wie man das lernt, eben projektorientiert mit anderen Menschen gemeinsam. Um eben besser die Themen verstehen zu können. Ebenfalls fände ich es in 9 Jahren super, wenn wir Schule im Zeitraum Schule lassen, also dass man eben alles, was für die Schule notwendig ist, eben in der Schulzeit auch erledigt. Das heißt, dass man wegkommt von Hausaufgaben. Denn Hausaufgaben oder generell Dinge, die man zu Hause erledigen muss, weil ich glaube, diese Hausaufgaben und sowas sind oftmals kommen nicht wirklich vom Schüler, sondern eigentlich eher von den Eltern, auch wenn es nur passiv ist, dahingehend, dass eben die Eltern Schüler und Schülerinnen motivieren, ihre Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, wenn wir davon wegkommen, dann kommen wir eben auch hin zu einer Schule, in der wirklich der Schüler bewertet wird und eigentlich nicht die Eltern des Schülers bewertet werden. Brauchen wir überhaupt Bewertung? Da werfe ich nochmal so in den Raum. Ja. Karl? Also, ich fände es gut, wenn der Stoff immer so ein bisschen aktualisiert wird, weil ich meine, dass man halt so auf dem Stand bleibt und guckt, was interessiert viele Leute gerade oder so. Einfach, dass man in der Schule zum Beispiel neue Sachen entdecken kann und so und nicht einfach jetzt sich selbst in seiner Freizeit Sachen suchen muss, das ist auch toll, aber dass man halt in der Schule Sachen neu entdecken kann und so und sich oder zum Beispiel eine Sportart oder was man halt gerne macht oder eine Aktivität, einfach, dass man guckt, was macht einem Spaß, was beschäftigt einen und so und das vielleicht auch in der Schule machen, einfach so ein bisschen zu gucken, was gibt's alles so auf der Welt. Ich finde, das waren 3 ganz tolle geäußerte Ideen und Wünsche für die Zukunft der Schule. Und an der Stelle einmal euch allen ganz vielen Dank.